Today we are going to make some wok dishes. Ich bin plötzlich schweigsam. Sag doch mal was. Ich sag nichts. Man gar nicht die Flamme. Nee. Wenn man es zumacht, die Luft bei uns sieht man es. Ui. Und dann wird es gleich schwarz. Na, ja, das sieht gut aus. Ja. Ach so, damit das. Das geht nicht an, ne? Okay. Was sagt man da? Als auf Englisch heißt es immer Seasoning oder so. Die der Stahltopf wird sozusagen ein. Der wird imprägniert mit. Ja, ja. Okay. Sag mal, Oliver, kann ich das hier wegnehmen? Ja, ja. Platz hab, das Öl hier. This is how it looks like after we've been well oiling or was ist denn das alles? Karotten. Was ist das? Diese. Das ist Pak Choi. Pak Choi. Unten hm? Das ist ein Blätter Pak Choi. Mhm. Was ist das? Choisam Blätter. Choisam Blätter. Darf ich mal? Und das ist Choisam Stange. Aha. Ein Teil. Da machen wir gerade Sorgen wegen der Spinne da. Okay. Ja, die Sojasprossen. Lass deine künstlerische Fähigkeit entfalten hier. Mit überlegen. Hier habe ich die Kabo. Oh, wieder. Die Treffsicherheit ist nicht so gegeben. The second challenge was a bigger wok. Ginger, Karotten. Nee, noch nicht. Achso, das war noch kein Ginger. Die harten Sachen vielleicht zuerst, ne? Ja. Hast du die da? Das ist ja quasi Knoblauchersatz. Wieso? Shrimps. Goi. Achso, Moyashi nachher auch noch, ne? Ja. Ja. Ich glaube, man jetzt kann man durch. Wir haben sehr viele. Und ich glaube, hier von den Blättern haben wir noch nicht. Ja. Was ist das? Ach, Pak Choi. Nee, das war nicht Pak Choi, sondern Choisam. Ach so. Oh. Jetzt ist zu spät. Banzang. Was ist denn das eigentlich? So scharfe Tofu-Soße? Miso würde ich sagen. Okay. Banzang. Hot Soya Sauce. No. Nandaro. Miso. Hot Miso Soup. Nee. Hot Miso Sauce. Ja.
Ah, jetzt kommt der China-Effekt, wenn das die Flamme nach innen durchschlägt. Oh, ja, 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 so, das wolltest du. Oh. Achso, das wolltest du, diesen Effekt wolltest du erreichen, ja? Genau. Der nach innen schlagende Feuer. Mhm. Wichtig, wichtig. Wichtig, wichtig. Für die Ästhetik. Ja. Ist auf jeden Fall Salz. Oh, aber ganz schön gut, wie du das machst. War cool. Das könnte ein bisschen heiß gewesen sein, vielleicht. Mal da. Die Äpfel sind noch ein bisschen glasig, ne? Ja. Die Mojashi ist auch noch nicht so durch. Fried rice, okay, the shrimp. Reis rein. Yay. Looks good. Aber auch noch ein paar Zutaten, dann was hast du denn sonst auch reingetan? Ich könnte vielleicht noch Sojasauce irgendwie dazu tun, ne? Wirklich ein bisschen extrem probant. Früher suchst du dazu? Ein bisschen, ja. Ein bisschen, ne? Ein kleines bisschen, ja. Ja, ja. Ich hab noch kein Vertrauen. Ja, ja. an den neuen, neuen. Hieß ja. Shinmai oder Shinyoshi, nein, die ist dann. Ich glaube, das ist echt ein bisschen. Pokedelu. Oh, keine. Tasting. Gekokoi. Gekokoi. Go, Shoyu, sake, mirin. Shoyu, sake, mirin. Was ist denn da drin? Shoyu, mirin, sake, Oystersauce. Okay. Ah. Und Pfeffer. Und ein bisschen von den Tobanjan. Salz haben wir nicht getan. Ja, das tun wir. Und Shoga braucht man nicht. Das ist diese Nudelsuppe. Ja, weil ich den gerade gesehen habe. Das ist natürlich nicht für die Nudelsuppe, sondern für die Yakisoba. Für fried noodles. Und tun wir jetzt alles rein, den ganzen Rest, oder? Kamera live? Aber naja, scheiß Bauch ist dann dran. Ja. Ach, den Namen darf man nicht aussprechen. Der, dessen Namen man nicht aussprechen darf. Okay. Bitte da rausschneiden. Es wird nichts ausgeschnitten hier. Noch ein bisschen Flüssigkeit. Ja. Oder so. Ja, Soße rein? Ja, Soße komplett? Rein. Ja. Yeah. Nice. Joa. Oh, immer so. du kannst einen Stand aufmachen irgendwie. Yatai. Yatai. So. Oh. Da ist jetzt ein Zucchini in der Flamme. Oh, nicht mehr lange. Zucchini in the flame. The flaming Zucchini. Geht's ja. Ist ja alles neu renoviert. Nee, ist leider in die andere Richtung. Mhm. Ich muss wieder zurück zu Leipziger und dann nach Kochen. Also auf die andere Seite. Das kommt halt.